Moin, moin und hallo, ich grüße euch hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Hier ist meine Südwand. Da standen immer meine Tomaten, bis ich das Dach neu gemacht habe. Hier habe ich so einen schönen Dachüberstand gehabt, also einen Tomatenunterstand. Und den habe ich halt wegreißen müssen, als ich das Dach neu gemacht habe. Und den wollen wir jetzt wieder neu hinbauen. Also im Moment war die ganze Ecke hier nur ein reines Katzenklo. Und das wollen wir jetzt mal ändern, weil diese Seite ist einfach am besten. Von der Sonne wärmt sich die Mauer immer so ein bisschen auf. Und dann habe ich bei den Tomaten ein ganz hervorragendes Ergebnis. Und darum bauen wir hier wieder einen neuen geschützten Überstand für die Tomaten hin. Den befestigen wir hier am Dachunterschlag, am Dachüberstand. Ich habe einen Holzunterschlag mit Balkenlage drunter, daran kann ich alles befestigen. Falls ihr einen Kunststoffunterschlag habt, dann habt ihr ein kleines Problem, dann könnt ihr das nicht so machen. Aber bei jedem Holzunterschlag wäre das auch so möglich. Und wenn das alles euer eigen ist, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und jede Südlage ist echt prädestiniert dafür. So, ich schneide mir erstmal grob ein Stück Holz ab. So, ich halte jetzt hier einfach mal ein Holz hin und nehme ganz grob mal die Schmiege. Wirklich erstmal nur ganz grob, reiß das einmal so vor. Wenn ihr einen Schmiegenstopp habt oder einen Alpha-Winkel, könnt ihr den natürlich auch benutzen. Aber ich mache das jetzt einfach mal mit den primitivsten Hilfsmitteln. So, ich habe jetzt einmal nur ganz grob geschnitten. Dann gucke ich hier, wo genagelt ist. Und dann heftig einfach das Stück Holz hier einfach mal runter. Einfach nur mal so, um zu gucken, nur anheften, das ist noch nicht das Finale. Und jetzt schaue ich mal, wie mir das so passt. Hier kommt dann noch eine Latte rauf und dann die Sichtplatte, die stößt dann also hier gegen. Hier unter der Rinne wird mir gut passen. Jetzt kann ich gucken, ob mir die Neigung gefällt und der Abstand und dergleichen, wie mir das alles so passt. Und ob das auch mit meiner Länge von den Platten passt oder ob ich die schneiden muss oder dergleichen. Da könnt ihr variieren, könnt ihr euren Bedürfnissen halt anpassen. So, wenn euch das so recht ist oder auch nicht so, dann könnt ihr hier halt nochmal den Zollstock so vorhalten und vorstreichen, bis ihr hier die gewünschte Neigung habt. Könnt ihr es tiefer drehen oder höher schieben, wie ihr das wollt. Da müsst ihr halt nur den Schnitt verändern. Das Holz solltet ihr am Anfang lang genug gehabt haben. Und jetzt könnt ihr hier, wenn ihr euren Abstand da ausgewählt habt, den ihr von der Hauswand haben wollt, bei mir hier so circa, bei mir hier so circa 85, könnt ihr hier eine Wasserwaage ansetzen, eine kleine, zack, einen Lotschnitt machen und einen Waageschnitt. Und das schneide ich jetzt mal. So, jetzt habe ich mir hier so ein Holz geschnitten. Jetzt kann man das nochmal anhalten, ob das einem das so passt. Und wenn einem das so gefällt, wie es ist, dann kann man das als Schablone nehmen und dann drei oder vier Stück davon schneiden. Einfach aufs andere Holz drauflegen und einmal anzeichnen. So, ich habe das hier jetzt angezeichnet an meinem Stück Holz. Das ist übrigens ein 6x9 Stück Holz. Ich habe ein 6 auf 18 lang aufgetrennt und dann habe ich hier immer so angezeichnet und fürs kreisige Blatt so ein bisschen Luft gelassen. Das schneide ich jetzt einmal aus. Ich brauche nur drei Teile. Ich habe hier jetzt erstmal die äußersten beiden angeschraubt. Ich sagte, ich brauchte drei, den in der Mitte habe ich fehlen lassen. Jetzt kann ich hier so gucken, ich habe den nämlich nur angeheftet, wie der aussieht, ob der rechtwinklig zur Wand ist und ob das optisch passt. Kann ich den noch ein bisschen hinterher schieben, bei einer Schraube geht das immer. So, und wenn ich die beide ausgerichtet habe, dann bohre ich die einmal vor und
setze eine richtig dicke Schraube rein, die in die Unterkonstruktion des Dachunterstandes gehen sollte. Und wenn es richtig gut läuft, dann geht ihr in die Balkenlage vom Haus. So, wenn ihr getroffen habt in der Balkenlage oder in der Unterkonstruktion des Unterschlages, dann wird das richtig ziehen, dann wird das richtig knallefest sein. Und zur Not, wenn ihr nicht getroffen habt, dann müsst ihr halt das Stück Holz nochmal woanders hin versetzen. Das nützt halt nichts. So, ich habe die beiden äußeren ja befestigt und da habe ich jetzt schon die Querladung drauf gemacht. Und jetzt kann ich ein bisschen tricksen und den mittleren einfach unterschieben. Das macht uns die ganze Geschichte ein bisschen einfacher. Und so anschrauben. So, mein Tomatendachüberstand ist jetzt eigentlich fertig. Ich müsste das Holz noch mal pinseln. Das mache ich aber wahrscheinlich erst im Sommer oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich sowieso Farbe brauche. Aber so ist das erstmal wieder hergestellt, ein bisschen so wie es vorher war. Lichtplatten drauf, sind 60 cm. So habe ich genug Platz hier für die Tomaten, damit die vor dem Regen geschützt sind. Und ich habe hier diese Schrauben verwendet. Die haben so eine Gummidichtung dran. Die hatte ich noch über von meinem Carport. Das sind normalerweise Blechschrauben, aber die kann man auch hierfür verwenden. Das reicht dicke. Da gibt es aber von Hersteller zu Hersteller verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr euch aussuchen. Da könnt ihr nicht so viel falsch machen. Es gibt auch andere Platten. Die hier sind getönt. Die hatte ich halt. Vorher hatte ich nicht getönte und runde, also so, die hatten nicht die eckige Form, sondern so eine rundliche, eine geschwungene. Kriegt ihr alles im Baumarkt, auch schon fertig geschnitten. Ne? Viel Spaß beim selber machen, ciao!